Ja, die schönsten Erinnerungen sind immer die Besuche von ihr im Haus gewesen. Entweder in Fellach, also bei Hermagor, oder in Klagenfurt, sehr oft zu Weihnachten, manchmal auch im Sommer. Und die Anekdoten, die sie gerne erzählt hat, konnte ja sehr komisch sein, was vielleicht nicht so allgemein bekannt ist, ne? Und das war also auch eine ihrer Stärken. Sie konnte das sehr gut. So beschreibt Heinz Bachmann, der Bruder der Schriftstellerin, seine Schwester Ingeborg. Zum Gailtal gibt es eine besondere Beziehung, die sich auch in den frühen Werken von Ingeborg Bachmann niederschlägt. Dazu möchte ich dann auch noch sagen, wie stark vor allem das frühe Schreiben von Ingeborg Bachmann sich auf Hermagor und das Gailtal bezogen hat. In den Jahren des Nationalsozialismus, wo sie sehr stark auf die Probleme des Nationalismus hinweist, eben im Honditschkreuz, das ja dort am Weg von Oberfellach nach Hermagor steht, und dann auch die Begegnung mit diesem jüdischen FSS-Offizier, der aus Wien flüchten musste als 18-Jähriger, der sie dort interviewt und der sie dann bestärkt in ihren Ideen. Ich glaube, das war eine sehr wichtige Begegnung, denn er hat sie da unglaublich unterstützt im Studium und keine Vorurteile zu haben, zu lernen. Und ich glaube, das war ein Meilenstein in ihrem Leben. Die Wurzeln des Schreibens liegen in der Jugend. Heinz Bachmann möchte alle ermutigen, die Freude am Schreiben zu spüren und ihnen mitgeben, dass man vieles erreichen und erlernen kann, wenn man es wirklich möchte. Zum Thema Jugend Ingeborg Bachmann-Preis in Hermogau hätte ich einerseits zu sagen, dass meine Schwester mal gesagt hat, dass die Wurzel des Schreibens eigentlich in der Jugend liegt und man davon zehrt. Und ich glaube, das sieht man in vielen Texten. Und andererseits möchte ich vor allem auch den jungen Leuten, die nicht so weit gekommen sind und einen Preis bekommen haben. Man soll sich da nicht entmutigen lassen. Man kann immer alles verbessern, aber man muss vor allem Freude am Schreiben haben. Und nicht jeder kann ein Schriftsteller oder Schriftstellerin à la Ingeborg Bachmann werden, aber es muss Freude machen. Und ich möchte den jungen Leuten Mut machen. Man soll nie aufgeben oder nie glauben, dass man etwas nicht kann, ob das jetzt Schreiben ist oder Sport, Mathematik, Singen, was auch immer. Man kann es immer mit dem nötigen Aufwand sehr gut lernen. Man kann es auf ein hohes Niveau bringen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das der Jugend vermittelt. Und dazu trägt auch der Bachmann Junior Preis das Seinige bei. Heinz Bachmann freut sich über die Initiative und wünscht allen Beteiligten ein gutes Gelingen beim Bachmann Junior Preis 2017. Ich danke den Veranstaltern des Jugend Ingeborg Bachmann Preises in Hermagor sehr für diese Initiative. Und ich möchte den Schülern, die daran teilgenommen haben, ganz herzlich danken und gratulieren, dass sie diesen Mut gehabt haben, daran teilzunehmen. Und wünsche allen, den Eltern, Zuschauern, Schülern und den Veranstaltern alles Gute und viel Erfolg für diese Veranstaltung.